Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal hier einen Schmelzofen angestoßen, der jetzt schon fertig ist. Und wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir hier die Materialien zusammenkriegen, die wir haben wollten. Irgendwas war da mit Aluminium, glaube, oder? Warte mal, der hier. Aluminium und Keramik, und da können wir, glaube ich, den Sauerstoffmacher mit zusammenkriegen. Aluminium? Hatten wir Aluminium hier irgendwo liegen? Das ist Kohle. Oder Kohlenstoff. Ne, nee, das ist Zink. Da ist das Aluminium, oder? Ja. Das kommt schon mal hier drauf. Jetzt fehlt uns nur Keramik. Und das müssen wir aus Lehm brennen. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwo finden. Und da würde ich sagen, steigen wir mal ins Auto ein und fahren dann los. So, irgendwo hier müssen wir jetzt was finden, ne? Ist nur die Frage, wo. Hier ist nicht das, was wir wollen. Hier ist das was? Nein, na, oder? Nein, das ist, glaube ich, alles Biomasse. Da ist auch nichts. Da ist irgendwas mit der Basis. Aber ich glaube, hier waren wir schon, oder? Warte mal, was ist das für ein Teil da dran? Eine Energiezelle. Können wir trotzdem mitnehmen. Der Rest ist Schrott, oder? Da vorne ist noch mehr. Da ist noch so ein Teil. Na, lass uns da mal gerade vorbeifahren und gucken. Da sind sogar zwei. Da links ist ja noch eins. Diese Dinger sehen irgendwie gefährlich aus. Oh, es hat mich tatsächlich verletzt. Es trifft mich. Ey, Alter. Einsteigen und wegfahren, ne? Und da glitzert es natürlich. Was glitzert denn hier so? Shit. Ist das Graphit? Ich glaube schon, oder? Natürlich ist es Graphit. Das Ding fällt jetzt um. Aber ich brauche Graphit, weil da kann ich Packer machen. Wie kann ich das hier? Kann ich nicht markieren? Ich habe kein Markierungsding mit, oder? Also ist gerade Luft holen beim Auto. Ne, wir haben ja nichts zu markieren. Aber wir können definitiv jetzt hier so einen Verpacker machen, oder? Kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezelle. Das war doch auch hier, ne, oder? Verpacker. Was war das mit Leuchtstäbe? Das kann ich auch bauen. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Hier ist der Verpacker. Den bauen wir jetzt erstmal. Da kann ich gleich noch einen machen. Ich kann alle drei machen, oder? Habe ich zwei nur? Ne, ich habe jetzt. Ne, da ist auch noch. Ne, das ist nicht ganz da, ne? Doch. Dann mache ich auch noch. Und dann kann ich auch noch große Sachen mitnehmen, ne? Wofür war der gut? Kleine Trompetenoper, kleiner Drucker, Einebnungsblock, Verbindungen. Wenn ich die Verbindung lasse, kann ich den auch noch mitnehmen. Aber dann ist der Rucksack auch voll. Gut. Jetzt ist die Frage hier, wie kann ich mir das merken? Gar nicht wahrscheinlich. Und mit dem Leben macht jetzt auch keinen Sinn. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie einen Trecker kriege, ne? Anders funktioniert das hier nicht. Kannst mir erzählen, was du willst.
Gut, sind wir wieder an der Basis. Achso, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir hier auch was aufbauen, wenn wir schon was haben, ne? Den hier, den wollen wir doch auspacken, ne? Der kommt da drauf, dafür hatten wir den. Und dann müssen wir den noch anschalten. So. Und dann müssen wir jetzt gucken, mal hier noch ein paar Sachen einzupacken. Hatten wir nicht noch so eine Probe, irgendwie so eine große? Ne, ist wohl nicht. So, aber dann Rucksack. Den hier und den hier. Einen nehme ich mit. Feststoffstrombooster, den muss ich jetzt auch nicht mit rumschleppen. Das lass alles hier. Das brauche ich gerade nicht. Die Energiezelle, Stromspeichergegenstand, Verbrauchsgegenstand, der deine Kraftkapazitäten erhöht. Okay. Kohlenstoff, Grundstoff bleibt auch hier. Und die breite Anpassung, die ist jetzt leider auch nicht so, dass ich die brauche. Und da kann ich die gerade am Werkzeug nur anbringen. Nee, ne? Hämmer, Rohranpassung, Boosteranpassung. Ich glaube, das war es erstmal. Wir brauchen Luft. Die kriegen wir im Auto, ne? Und dann fahren wir wieder die Richtung. Und ja, wir müssten mal gucken, wo war das denn? Hier links lang? Oder war es da rechts lang? Ich glaube, es war da lang, oder? Oh Mann, ey. Ich habe schon die Richtung verloren, wo das war. Warte mal, da geht es unten rein. Und, sehr weit unten rein. Sollen wir mal da langsam reinfahren? Okay. Oh, sehr unwegsames Gelände allerdings hier jetzt gerade, ne? Geht das oder geht das nicht? Oh, Riesenloch vor uns. Warte mal, was ist das da? Ist das irgendein Material? Ne. War jetzt ein Spalt, wo man da auch gleich ganz runterfallen kann, ne? Aber ich mach mal so. Mach das mal hier gerade zu, dann kann ich da rüberfahren, ne? Das Auto intakt oder was? Ne, das ist kaputt. Aber da liegt auch wieder was drauf. Und da ist so eine tolle Pflanze, die uns vergiften will, oder? Stromverlängerung, ja, die brauche ich jetzt nicht. Der Rest ist Schutt. Wo ist diese Pflanze jetzt hier? Ah, die ist dahinter. Schafft nicht zu mir das Ding. Ich glaube, jetzt ist es kaputt, oder? Das ist mein Weg jetzt hier. Erstmal gerade ein Stück weiter. Einmal um zu gucken, wo es hier weitergeht. Da hinten sieht es nach Zinkblende aus, oder? Nee, Laterit. Aber das ist ziemlich weit weg, ne? Ah, falsch. Sauerstoffknappheit. Das heißt, wir müssen gerade wieder zum Auto. Okay, das reicht zu einer Nähe. Und das heißt, hier noch mal ein bisschen weiter so machen. Vielleicht komme ich mit dem Auto dann dahin. Ja, müsste ich eigentlich, oder?
bisschen knapp mit der Breite hier, ne? Hier war jetzt das Laterit, das wollte ich haben, ne? Wenn ich dran komme. Einmal wieder zum Auto wegen Luft und so. Oder auch noch irgendwas. Was ist hier unten? Das sieht auch so ein bisschen komisch aus. Aber da komme ich irgendwie nicht hin, ne? Hier ist nichts. Einmal Luft holen und dann ein bisschen tiefer gehen und dann hier abbauen, oder? War der jetzt runtergefallen? Nein, der hat mich aufgenommen, oder? Ja, den habe ich glaube aufgenommen. So, das reicht erstmal. Einmal zum Auto zurück. Aber wir sind schon wieder voll, ne? Ja, macht das keinen Sinn. Lass uns hier eine Rampe hochbauen, dass wir wieder hochfahren können besser. Zweispurig wenigstens, ne? Jetzt ist weg, ne? Mit dem Loch können wir hier leben, oder? Ja, denke ich schon. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das Auto da wegkriegen. Ja, ich bin ja wieder hier. Das Ding könnte ich, die Forschungsprobe könnte ich mitnehmen, aber... Ach, ich habe noch einen Platz gehabt. Okay. Also hier geht es schon mächtig runter, ne? Rein theoretisch müsste man das auch schaffen können hier. Achso, ich muss E drücken und dann. Hier so, ne? Wie kennt ihr, ne? So in den Alpen, ne? Aber jetzt muss ich erst wieder Luft haben. Aber wir können das hier mal gerade noch ein bisschen breiter bauen. Dann könnte man auch mit dem Auto runterfahren, ne? Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Müssen wir hier im Dunkeln auch dieses Switchen bei der Ansicht, das ist immer so geil, oder? Und das Auto ist natürlich jetzt gleich auch noch hier unten schlecht wegen wir haben keinen Strom dann, ne? Na komm, das hat keinen Sinn. Wir sind hier aber gut unterwegs, denke ich. Das sollten wir uns merken. Oh. Und erstmal rausfahren. Ja, das klappt glaube ich jetzt, oder?
Ja, wir sind raus. Das ist schon mal gut. Okay, da ist mal wieder ein bisschen Laterit hier jetzt gerade abgebaut. Das, was wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, so ungefähr, ne? Was wir brauchen, haben wir noch nicht gefunden und das ist Lehm. Aber Laterit ist ja jetzt auch nicht verkehrt, ne? Da können wir das hier auch in den Ofen stecken und kriegen dann ein bisschen, sag schon, Aluminium. Aluminium kann man immer gebrauchen, ne? Warte, da ist noch einer. So. Und die Forschungsprobe können wir auch hier lassen. Und dann ist erstmal gut, oder? Rucksack zu. Achso, wir haben hier noch so eine Forschungsprobe, die wir dann kleiner machen können, ne? Das ist vielleicht eine Idee, ne? Warte mal, da müssen wir den Verpacker aber oben drauf legen, ne? Oder wie wäre das? Und dann packen. Ja, da haben wir jetzt die Forschungsprobe klein. Das ist schon mal gut. Okay, das passt dann. Aber wir haben jetzt hier gleich keinen Strom mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Obwohl das Solarpanel läuft. Und das läuft auch. Ah, das ist vielleicht zu viel Strom, der Ofen braucht. Das ist unser Problem. Naja, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.